Mein Name ist Manuela Friedrich, ich bin 22, komme aus Ittlingen und meine Hobbys sind Singen, Musizieren und als aktives Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr tätig sein. Mein FSJ mache ich in den beschützenden Werkstätten in Heilbronn-Böckingen, eine Einrichtung für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung. Ich habe einen Bekannten, der in der beschützenden Werkstätte arbeitet. Dann habe ich dort angerufen, gefragt, ob es möglich wäre, ein FSJ zu machen, habe einen Hospitationstag gemacht und danach war dann nur noch das Schriftliche und dann hatte ich auch eine Stelle. Die beschützenden Werkstätten sind Einrichtungen für behinderte Menschen, in denen die Mitarbeiter Kleinteile für die Industrie konfektionieren. Die Arbeitsschritte werden dementsprechend aufgeteilt, dass sich jeder Mitarbeiter perfekt mit seinen Stärken einbringen kann. Ein typischer Tagesablauf beginnt bei mir morgens um 7 mit der Morgenbesprechung, was am Tag alles anliegt. Dann kommen die Leute zwischen 7 und 7:45. Dann habe ich einige Toilettengänge morgens und begleite eine Person zum Frühstück und richte ja alles hin. Danach arbeiten wir ganz normal weiter bis zum Mittagessen, wo ich dann zwei Personen begleite, ihnen das Essen hole und teils auch klein schneide. Nach dem Mittagessen gehen wir wieder in die Abteilung bis zum Feierabend und da begleite ich dann eine Person mit ins Wohnhaus, welche auch gleichzeitig noch einen Schlüsselkasten mitnimmt. Wenn man ein FSJ in einer Behindertenwerkstatt anfängt, sollte man Offenheit mitbringen, Einfühlungsvermögen, da die Personen teilweise ein anderes Sichtverhältnis haben, viel Lust natürlich und auch mal in der Lage sein, einen Spaß mitzumachen. Es ist wichtig, sich um behinderte Menschen zu kümmern, da sie vieles nicht alleine können und sie sich auch freuen, wenn ihnen jemand zur Seite steht. Zudem bekommt man ganz viel zurück, was einem selbst auch gut tut. Das FSJ hat mir bei meiner Berufswahl sehr geholfen, da ich weiterhin auch in dem Bereich bleiben möchte und eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin antreten möchte.